Meine liebe Gemeindefamilie der Reformationsbewegung, möge diese Botschaft jeden einzelnen von euch unter der Obhut unseres Herrn Jesus Christus finden. Jedes Jahr staune ich über Gottes liebevolle Fürsorge für sein Volk und dieses Jahr war nicht anders. Im Jahr 2022 ist unsere Familie der Reformationsbewegung gewachsen. Wir haben neue Gemeinden gegründet und neue Orte erreicht und wir haben uns wieder persönlich treffen können, um dabei die verlorene Zeit aufzuholen. Soldaten der Armee Gottes haben ihren Abschluss gemacht und andere wurden zum Dienst eingesegnet. Überall auf der Welt hat die Reformationsbewegung unermüdlich daran gearbeitet, unsere weltweite Glaubensfamilie zu erreichen und das Evangelium zu verbreiten. Inmitten von Aufruhr und bürgerlichen Unruhen geht Gottes Werk weiter. Ein weiteres Jahr steht nun kurz davor, um die Seiten des Buches für die Ewigkeit zu füllen. Und am Ende des Jahres 2022 danke ich euch für euren treuen Dienst und eure Unterstützung bei der Förderung des Werkes Gottes in dieser Welt. Eure Gebete, euer Einsatz in den Ämtern der Gemeinde, eure treuen Spenden und die Teilnahme bei Gemeindeversammlungen haben im Leben vieler einen Unterschied bewirkt. Durch die Gnade Gottes werdet ihr einmal Gelegenheit bekommen, die Ergebnisse in der Ewigkeit mitzuerleben. Ergebnisse, die ihr jetzt vielleicht nicht sehen oder euch nicht einmal vorstellen könnt, werden eure Freude im Himmel noch größer machen, wenn ihr seht, wie Seelen gerettet wurden, weil ihr ihnen auf irgendeine Weise geholfen habt, Jesus zu finden. Wir können nur alle miteinander sagen, Ebenezer, bis hier hat uns der Herr geholfen. Dies ist immer eine besondere Zeit der Besinnung, wenn wir innehalten, um den Segen des zu Ende gehenden Jahres und über die Chancen des kommenden Jahres nachzudenken. Es ist Zeit, Gott für die Segnungen zu danken, die wir in jedem Augenblick unseres Lebens erhalten. Unsere Gesundheit, unsere Freiheit, die Hoffnung, die wir in Christus haben. Ich persönlich bin dieses Jahr besonders dankbar für meine Familie. Meine Frau, meine Kinder und das Vorrecht, meine Eltern und alle drei Geschwister am Leben zu wissen und natürlich für meine Verwandten. Aber auch für die wunderbare geistliche Familie, die wir in der Reformationsbewegung haben. Ich fühle dieses Vorrecht, euch, meine Brüder und Schwestern, zu nennen. Als ich mit 14 Jahren zum ersten Mal eine Gemeinde der Reformationsbewegung betrat, sah ich in unseren Geschwistern so weise Menschen, die das Evangelium für sich studierten und wahre Überzeugungen und Prinzipien hatten. Das war der Moment, in dem ich mich zum ersten Mal in unseren Glauben verliebte. Jeden Tag entscheide ich mich dafür, dies in meinen Geschwistern zu sehen. Wisst ihr, Familien sind nicht immer einfach. Sie enttäuschen uns, sie verletzen uns manchmal. Aber wisst ihr noch, wann ihr euch zum ersten Mal verliebt habt? Dann diese Liebe, die ihr für eure Kinder empfunden habt, als sie geboren wurden. Oder die Art und Weise, wie ihr in der Kindheit euren Eltern als Helden angesehen habt. Viele dieser Erfahrungen waren unsere ersten Erfahrungen mit der Liebe. Was stand in diesem Jahr zwischen euch und eurer ersten Liebe? Zwischen euch und euren Ehepartnern? Zwischen euch und euren Geschwistern? Zwischen euch und Gott? Vielleicht Stolz? Der Wunsch, Recht zu haben? Ist es denn Schmerz wert? Als ich aufwuchs, war mein Elternhaus buchstäblich geteilt. Meine Eltern kamen nicht miteinander aus, aber sie konnten sich auch nicht zwei Häuser leisten. So bauten sie eine Mauer in der Mitte unseres Hauses. Ich erlebte den Schmerz und die Vernichtung, die entstehen können, wenn wir unsere erste Liebe verlassen. Aber ich bin auch gesegnet, die heilende Kraft Gottes zu erleben und zu sehen, wie seine Liebe uns in neue Geschöpfe verwandelt. Meine Eltern haben die Erlösung bei Jesus gefunden und dabei auch wieder zueinander gefunden. Ich hatte in diesem Monat das Vorrecht, sie zu besuchen und ihre Liebe zur Gemeinde und zueinander im hohen Alter zu sehen. Ein neues Jahr ist dabei, seine Seiten vor uns zu entfalten. Und viele Familien werden das Jahr getrennt beginnen. Aber ich möchte euch Ehemännern und Ehefrauen sagen, dass Gott in eurer Ehe ein Wunder bewirken kann, das in eurem Herzen beginnt, wenn ihr ihm das erlaubt. Den Kindern, die wie ich die Trennung ihrer Eltern miterlebt haben, möchte ich sagen, Gott sieht euch, er leidet mit euch. Lasst euch von ihm trösten und umwandeln, damit ihr in dieser schwierigen Zeit ein Licht in eurem Zuhause seid. Und diejenigen, die in diesem Jahr einen geliebten Menschen vermissen, sei gesagt, dass Gott euch auch sieht. Er trauert mit euch. Aber er bietet euch Trost, Hoffnung und Frieden an, wie in dieser Welt nicht zu bieten hat. Es gibt immer Hoffnung für die Einsamen
und den einzelstehenden Gliedern unserer Familie auf der ganzen Welt sei gesagt, ihr seid nicht vergessen worden. Ihr seid Teil eines besonderen Volkes. Und auch wenn wir weit voneinander entfernt sind, stehen wir zusammen. Ich bin dankbar für alles, was Gott im Jahr 2022 durch uns bewirkt hat. Und ich freue mich darauf, seine Pläne für uns im Jahr 2023 zu entdecken. Wenn ihr diese Botschaft zu Ende seht, dann nehmt euch bitte einen Augenblick Zeit, um das nächste Lebensjahr in die Hände Gottes zu legen. Es wird im kommenden Jahr Momente geben, in denen ihr versucht sein werdet, eure erste Liebe zu verlassen. Aber ich möchte euch einen Abschnitt aus einem meiner Lieblingslieder mit auf den Weg geben. Es ist das Lied Nummer 22 im Zionsliederbuch der Reformationsbewegung. Komm, du Quelle aller Segen. Darin heißt's: Leicht, ich wandere, Herr, dies spüre ich, und vergesse, wer mich liebt. Nimm mein Herz, um Gott, und führe mich zu der Wonne ungetrübt. Möge Jesus euer tägliches Gebet im Jahr 2023 sein. Amen.